Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Ich muss hier gerade noch eine Socke anziehen. Dann, ich bin nämlich gerade duschen gewesen. So, jetzt bin ich angezogen, jetzt können wir anfangen. Und wer zur Untersuchung kam, musste sich ausziehen. Vor allem junge Damen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, gegen ihn hatten wir jetzt schon Quint gespielt, oder? Willkommen! Ich brauche ein bisschen. Ja, genau, gegen ihn hatten wir dann noch gewonnen. Genau, genau, da hatten wir ja die letzte Folge etwas länger gemacht. Oh, Moment, mir fehlt mein Zeitzähler. Ich muss mal kurz ins Wohnzimmer. So. Ich muss ja auch wissen, wann die 20 Minuten vorbei sind. Das wäre ganz gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So. Ich glaube, wir wollten jetzt noch zum Schankwirt gehen und danach zur Hauptquest, zur Hauptmission. Der Schein kann trügen, Hexer. Wasserflasche und Käse. Ja, ich klaue jetzt hier natürlich nicht. Die haben dafür bestimmt teuer Geld bezahlt. Hallo, Holdemaid. Willkommen, willkommen. Was hast du für Wünsche? Ich will dann Quint spielen, aber erstmal. Bist du so freundlich, mir dein Angebot zu zeigen? Genau, schau ich mir das Angebot an. Oh, hat auch Quint-Karten. Und zwar Muhme, Flüsterin. Und Unhold. Naja, alles Fraktion Monster ist nicht so interessant für uns. Von daher. Ist das alles, was ich noch an Verzehrbaren habe? Oh mein Gott, das heißt, wir fangen bald an, Bier zu saufen und dann wird das wahrscheinlich dazu führen, dass ich immer betrunken rumlaufe, aber egal. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mir das Essen zu kaufen. Nehmen wir mal Quint. Ist auf jeden Fall schön, dass wir es erhöht haben, dass man jetzt auch vielleicht maximal 50 spielen kann. Wobei mich auch nicht gestört hätte, wenn man nur maximal 100 hätte spielen können, aber egal. Schauen wir mal ab. Oh, Scoia'tael. Das erste Mal, dass wir hier in Toussaint gegen einen Deck spielen, was nicht Skellige ist. So, aber die Scoia'tael haben auch definitiv keine Belagerungswaffen. Ah, schön, wir haben strömende Regen gezogen. So, nicht die beste Stadthand, aber wir haben immerhin ein. Nee, wir haben so. Okay, die ist gut. Wir haben zwei Spione und ja, genau, den mysteriösen Elf haben wir auch. Von daher alles gut. Dann spielen wir den zuerst aus und gucken mal, was dann die nächste Karte vom Gegner wird. Was war die Anführerfähigkeit, dass sie anfängt oder was? Sehe ich das richtig? Sie zu Beginn der Schlacht. Ach nee, eine Extrakarte, okay. Ah, ist das wenigstens schon durch. Wir können uns dann eventuell den Spion wieder auf die Hand geben in der nächsten Runde, weil wir ja aus dem Ablagestapel vom Gegner ziehen dürfen. Ach, es sei denn halt, ich spiele Finte aus, dann liegt das leider in unserem Ablagestapel drin. So, jetzt wäre es aber dumm abzugeben. Weil die wird jetzt auf Garantie den Spion ausspielen. Vielleicht gewinnen wir dadurch die erste Runde. Und wie gesagt, es ist immer ganz gut, wenn man eine starke Karte im Friedhof liegen hat. Weil wir viel wiederbeleben. Ah, spielt nicht den Spion aus. Okay. Wir können uns eigentlich auch erlauben, noch eine zweite starke Karte reinzupacken. Und dann hört er aber auf. Ja, hat jetzt noch eine. Um eins, nur um eins sehe ich gerade. Nee, ich spiel mal noch weiter. Um zwei. Wir haben immer noch leichten Kartenvorteil. Blöderweise hat die halt noch einen Spion in der Hand. Vielleicht spiele ich mir gerade im Kopf und Kragen, aber mein Gefühl sagt mir, es ist besser weiterzuspielen. So, jetzt haben wir aber leider keine kleine Karte mehr. Deswegen würde ich es jetzt abgeben. Gehen wir davon aus, dass der Gegner halt auch relativ schnell in der zweiten Runde abgibt und seinen Spion ausspielt. Dann geht es eigentlich nur noch in die dritte Runde. Ja, da ist schon mal der erste Spion. Das ist sehr schön. So, können wir ruhig erstmal eine fette ausspielen. Ah.
Oh, er passt schon. Er hat doch noch einen. War das der Spion von uns? Nee, hat mir den nicht den Neuner? Den Neuner-Spion gegeben, aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Das wird schon unserer sein. Dann können wir nämlich jetzt diesen Spion aus dem Friedhof auch wiederholen und ziehen dadurch auch wieder zwei Karten. Deswegen alles gut, alles richtig gemacht, passt. So, ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt mit dem Spion an. Leider kein Spion nachgezogen, aber hatte ich ein bisschen spekuliert. Die Scharmützler, wir könnten es auf 1 senken, aber ich würde die auch gerne vernichten mit meinem Drache. Aber erstmal schauen, sowas können wir den jetzt holen. 5er, eine 6er. Können wir eigentlich auch noch warten, bevor wir uns das holen und erstmal weiter die Karten ausspielen, die wir sowieso ausspielen werden. 5er Einheit, die ruft auch wieder. Die könnten wir jetzt alle vernichten. Das ist halt die Frage. Wollen wir das? Wollen wir die vernichten? Oder wollen wir das einfach alles auf 1 senken? Weil dann haben wir nämlich die noch übrig. Ich überlege gerade, wenn er hier 10 Einheiten liegen hat, dann sind es ja auch insgesamt 10 Angriffspunkte. Und dann würden die ja auch alle vernichten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, wenn wir die jetzt alle auf 1 setzen, dann hat er nur noch 1, 2, also hat er nur noch 7 Punkte. Dann fällt er von 28 auf 7. Wenn wir die 3 vernichten, dann hat er auf jeden Fall mehr als 7. Deswegen ist es eigentlich besser, Klirrende Kälte auszuspielen. Was haben wir denn noch im Friedhof? Weil wir wollen ja logischerweise dann nicht uns selber schwächen mit Klirrender Kälte. Also dürfen wir keine Nahkampfeinheiten wiederholen. Aber wir haben ja hier noch 2 starke Bogenschützen. Okay, Jobet ist okay. Horn haben wir auch, können wir dann auch auf die spielen. Also es sollte eigentlich an uns gehen, die Runde. Der müsste schon was ganz Verrücktes noch haben. Ha, der ist sogar so blöd und setzt sie noch weiter in die... Ich weiß nicht, ob er selber noch ein Horn hat, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass er die freiwillig hier reinsetzt. Also das ist ja nicht so schlau, macht man ja dann eher hier rein. So, jetzt spielen wir aus das hier. Ich hebe meinen dicken Hammer ganz bis zum Ende auf. Wahrscheinlich brauchen wir den auch gar nicht. Ja, und weiter Nahkampfeinheiten, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine fehlt noch. Dann könnten wir die Combo spielen. Gutes Wetter, wir haben gewonnen. Wir brauchen die also gar nicht, die Karten. Da waren die Skelliger-Decks bisher eigentlich gefährlicher, würde ich sagen. Jetzt kriegen wir auch wieder eine skellige Karte. Ich bin gespannt, ob wir es hier schaffen, alles skellige Karten einzusammeln. So sprach der Prophet Majoran. Majoran, Prophet Majoran. Kriegslangschiff ist auch skellige. Wie viel Geld haben wir mittlerweile? Immer noch keine 10.000 zusammen. Ich dachte, wir werden mal ein bisschen warten, aber nee. So, jetzt müssen wir eigentlich alle Nebenschauplätze hier, die auf der Karte vermerkt sind, durchhaben und können jetzt endlich weiter zum Hauptquest, weil ich bin auch sehr gespannt auf die Gräfin, weil ich wissen will, ob ich die schon mal irgendeinem anderen, Moment mal, Turniergelände hat man schon, ne? Genau, weil ich wissen will, ob ich die schon mal in irgendeinem anderen Witcher-Spiel gesehen habe. Ich würde ja sagen, also Geralt kennt die halt, aber wahrscheinlich aus einem Szenario, wo wir, also was halt nicht im Spiel verarbeitet ist, glaube ich zumindest, weil die zwei Ritter, die kommen ja auch gar nicht bekannt vor, die kennt er ja auch. Ich werde mich beschweren. Ich habe einflussreiche Freunde. Richtig. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Ja, die Tugend siegt immer. Nein, der Stärkere siegt nicht immer, aber es lohnt sich, gut zu sein. Ich nehme die 3. Nicht immer.
Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem, gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Geralt klingt immer noch total verschnupft und erkältet. Ich verstehe das nicht. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Jemand wird gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Glöckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren? Ja und? Das Biest ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Sache ist gefährlich, ihr solltet den Glumar nicht so quälen. Ihr solltet das Vieh nicht so quälen. Wie würde es dir gefallen, blind und mit Glöckchen am Hintern der Arena zu stehen? Du hast Mitleid mit einem Monster? Als Hexer? Ich töte Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster erniedrigen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt einem Ritter keine Ehre. Wer kämpft denn gegen die Bestie? Guillaume, du hast ihn getroffen. Ja. Er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monstertrophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. Gehen wir. Der stirbt doch jetzt bestimmt, dann müssen wir das Tier platt machen. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Wir müssen ihm helfen. Okay, er stirbt nicht, aber wir müssen trotzdem platt machen. Moment, habe ich gerade hier die falsche Waffe? Wieso habe ich Nee, Quatsch, sah nur so aus. Ich dachte gerade, ich hätte Stahlschwert. Aber wir ziehen ja quasi nichts ab. Die Götter bestimmen der beste Geschick. Das Können des Hexers bringt ihr das Geschick.
Hä, zieh ich überhaupt was ab, oder? Muss ich das Gesicht treffen, oder was ist hier los? Wieso greifen die nicht an? Also die blutet, oder entweder sie vergiftet oder die blutet, aber auf jeden Fall treffe ich die irgendwie nicht so wirklich. Also hier die 500 Schaden, das ist ja, das macht, kriegt sie ja so oder so. Hä, wo bin ich denn kaum fast tot? Was labern denn da von Scheiß? Geh du lieber mal weg, Baron Palmerin! Ja, was für ein Trottel, ey. Der Grumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Den Dumar töten, den Dumar verschonen. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist ihr Recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Pikeniere! Kümmert euch um die Bestie! Guillaume? Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Geralt, wir müssen reden. Wir werden. Ihr redet später, im Zelt. Geralt, großartig, atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt, spektakulär. Wir reden jetzt mitten hier auf dem Schlachtfeld, oder was? Was ist denn hier los? Aber die Herzogin sagt mir gar nichts, also... Das kam in keinem der Spiele bisher vor. Edle Herrin, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stöber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Mhm. Und das Publikum? Wenn der Glumar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Edle Herrin, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Ziemlich junge Herzogin auf jeden Fall. Hätte gedacht, die wäre älter.
Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Ah, da ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Tut mir leid, aber eine Prox hat einige, ja. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß. Die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein. Eine Bruxa. Eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Krasse Klunker, die dran, fällt mir gerade so auf. Ich meine, die hier auch, aber die Herzogin noch mehr. So, wir machen hier erstmal einen Cut, liken, kommentieren und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis morgen. Tschö, tschö.